Psychologie studieren ist sicherlich einer der Gedanken, mit dem viele von euch spielen. Und deswegen werde ich euch heute meine Erfahrungen nach dem ersten Semester berichten. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach. Und heute werde ich weiter über mein Psychologiestudium sprechen. Vorneweg, ich mache das Ganze als Fernstudium an der Fernuniversität Hagen. Zum Fernstudium selbst wird auch nochmal ein Video kommen. Heute geht es speziell wirklich um das Studienfach Psychologie, wie es mir gefällt, wie es vor allem inhaltlich das Ganze ist. Es ist sozusagen, bis auf eine Frage, die gleich kommen wird, vollkommen unabhängig vom Fernstudium. Deswegen, die 6 Fragen, die ich euch heute stellen werde, sind die folgenden. Erstens, warum wollte ich Psychologie studieren? Zweitens, bin ich bisher zufrieden? Drittens, wie viel muss man lernen pro Woche? Viertens, wie kompliziert ist der Stoff? Fünftens, wie schwer sind die Prüfungen? Sechstens, wem empfehle ich ein Psychologiestudium? Und siebtens, werde ich noch mein eigenes kleines Fazit ziehen. Kommen wir zur ersten Frage. Warum wollte ich persönlich Psychologie studieren? Ich wollte Psychologie nicht aus dem Grund studieren, um dann später einen bestimmten Beruf ausführen zu können, sondern ich wollte Psychologie wirklich deswegen studieren, weil ich mir das ganze Wissen ansammeln wollte, weil ich mich selbst sehr stark für Persönlichkeitsentwicklung interessiere und ich wusste einfach, dass Psychologie das Fundament für das Ganze bildet. Und wenn ich das ganze Fundament verstehe, kann ich auch alle anderen Tipps, die man aus Videos, aus Büchern und so weiter bekommt, viel besser in diese Basis einbauen und kann so theoretisch auch Dinge auf ihre Richtigkeit überprüfen. Und das war mir persönlich total wichtig und das war mein Motiv, Psychologie zu studieren. Zweitens, bin ich bisher zufrieden? Und das kann ich ganz klar bejahen. Der Stoff ist sicherlich nicht wunderschön aufbereitet. Das erinnert ehrlich gesagt teilweise mehr an so eine Siebtklässler PowerPoint-Präsentation nach dem Motto, ich habe mir das Wichtigste aufgeschrieben und jetzt ratter ich das in ausgeschriebenen Stichpunkten einfach mal runter. Aber vom Inhalt her bin ich wirklich top zufrieden. Also mir gefällt es wirklich, wie der Stoff in der Reihenfolge drangebracht wird. Mir gefällt die Tiefe, dass auch teilweise wirklich ins Detail gegangen wird und nicht nur an der Oberfläche geblieben wird. Und das alles gefällt mir sehr und fügt oder trägt eben genau zu dem bei, was ich eigentlich machen möchte. Und zwar will ich das Fundament mir erarbeiten des ganzen Wissenschaftsgebiets Psychologie und das wird wirklich top gemacht. Drittens, wie viel muss man lernen pro Woche? Das ist ein sehr spannendes Thema für mich, denn ausgeschrieben ist Vollzeit. Man kann in der Fernuni Hagen Vollzeit und Teilzeit studieren. In Vollzeit hat man 2 Module pro Semester und Teilzeit 1 Modul pro Semester und ich befinde mich Vollzeit oder habe mich letztes Jahr in der Vollzeit befunden, mache jetzt aktuell sogar doppelte Vollzeitgeschwindigkeit, darauf kann ich auch gerne im anderen Video mal nochmal eingehen. Aber letztes Jahr hatte ich die normale Vollzeitgeschwindigkeit 2 Module pro Semester und das ist ausgeschrieben mit 39 Stunden Arbeit oder Lernaufwand pro Woche. Was soll ich sagen? In meinen Augen kann man auf jeden Fall mindestens 39 Stunden pro Woche mit dem Stoff verbringen. Ja? Also wenn du das wirklich total detailliert und dir schon in der Woche, wo der Stoff drankommt, wirklich alles merken möchtest und es wirklich tausendmal auch nochmal an eine PowerPoint, Flipchart und so weiter zu schreiben, wie ich das gerne mache, dann kannst du dich auf jeden Fall 39 Stunden, wenn nicht sogar 78 Stunden in der Woche mit dem Stoff beschäftigen. Ich persönlich muss aber ganz ehrlich sagen, ich hatte von November bis Februar eine Phase, wo ich für mich selbst von Produktivität und dem ganzen Zeug Abstand genommen habe. Das bedeutet, ich habe seriously 2,5 Monate mindestens nichts vom Psychologiestudium angeschaut und habe dann, aber trotzdem, zu den Prüfungen kommen wir auch gleich noch, habe trotzdem das Ganze bestanden, obwohl ich da nichts gelernt habe. Und auch in der Phase, wo ich, speziell am Anfang habe ich sehr, sehr konzentriert gelernt, auch da habe ich es, glaube ich, mit 2, 3, wenn du es sehr gut nochmal nachbereitest, vielleicht 4 Stunden pro Tag geschafft. Und ich sage mal so, was ist das dann? 4 mal 7 sind 28 Stunden in der Woche. Deswegen, wenn du es, glaube ich, konzentriert, fokussiert machst, kannst du es auch mit wesentlich weniger Aufwand schaffen. Ich würde jetzt mal sagen, rechnet mal mit 30 Stunden, wenn ihr es wirklich sehr gut machen wollt und auch smarte Lerner seid und nicht einfach nur alles random auswendig lernen, dann würde ich sagen, ist so 30 Stunden in der Woche anzupeilen. Viertens, wie kompliziert ist der Stoff?
Naja, ich denke, das ist vielleicht eine Sache, vor der viele erstmal Angst haben. Verstehe ich das Ganze? Ist es nicht zu detailreich? Aber ich persönlich und ich glaube, jeder, der Psychologie studieren möchte, will ja auch ins Detail gehen. Deswegen, natürlich ist es teilweise kompliziert oder nicht kompliziert, eher einfach detailreich. Und ich glaube, da sollte man einfach Lust drauf haben und dann ist das Ganze auch kein Problem. Aber es geht natürlich schon auch in die Tiefe. Und das sage ich jetzt nach dem ersten Semester, wo ja doch eher die Basis gelegt wird, als noch ins allerkrasseste Detail reinzugehen, was im Verlauf des Studiums sicherlich noch kommen wird. Und deswegen, es ist sicherlich tiefer als in der Schule, aber ich denke, genau das sollte man als Student auch einfach wollen. Vorletzte Frage. Wie schwierig sind die Prüfungen? Das ist jetzt eben eine der Sachen, die an der Fernuni wahrscheinlich etwas anders ist. Und zwar sind es bei uns einfach pure Multiple-Choice-Fragen. Das muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass es einfacher ist. Beispielsweise muss man bei uns, um überhaupt nur zu bestehen, 70% aller Antworten richtig haben. Aber ich empfinde Multiple Choice, also wenn du quasi eine Frage gestellt bekommst und dann fünf Antwortmöglichkeiten hast, wo du einfach nur das Richtige ankreuzen musst, empfinde ich einfach als einfacher dafür zu lernen, weil du nicht so stark die Dinge auswendig können musst, weil sie dir nochmal präsentiert werden. Du siehst sie also und du musst im Prinzip nur wiedererkennen, anstatt es frei aufrufen zu können. Deswegen habe ich die Prüfung als wirklich relativ einfach empfunden. Ich habe auch ganz ehrlich, beispielsweise zweites Modul im ersten Semester war bei mir Statistik, habe ich no joke auf 2 Tage gelernt. Das waren zwar hardcore 2 Tage und ich glaube auch, dass ich in Sachen Fokus und so weiter wesentlich stärker bin als der Durchschnitt, aber man kann wirklich, glaube ich, auch die Prüfungen mit diesem kurz vor knapp lernen, kann man sie teilweise auch noch bestehen. Ich hatte jetzt in der einen Prüfung 2,7 und 3,0, was allgemein nicht mein Anspruch ist, aber dadurch, dass ich eben diese Phase von November bis Februar hatte, wo ich Abstand von allem genommen habe und im Prinzip die Hälfte des Semesters nicht gelernt habe, war es vollkommen in Ordnung für mich. Und deswegen glaube ich, kann man die Prüfung auf jeden Fall absolut schaffen. Man kann sie absolut schaffen, vor allem wenn man wirklich konsequent durchlernt, jede Woche seine 30 Stunden macht und das auch noch smart. Dann würde ich mir über die Prüfungen gar keine Gedanken machen. Als abschließende Frage, wem würde ich ein Psychologiestudium empfehlen? Ich würde es grundsätzlich erstmal jedem empfehlen, der genauso wie ich primäres Interesse am Wissen selbst hat. Weil es ist nicht wahnsinnig schön aufbereitet, zumindest an der Fernuni Hagen, aber es ist komplett. Es ist wirklich durchstrukturiert, welcher Themenbereich wann relevant ist. Und das finde ich einfach total schön. Und das ist auch eine Sache, die man beispielsweise aus dem Internet oder aus YouTube-Videos oder vielleicht auch mal aus dem Buch vielleicht gar nicht so schön rausbekommt. Sondern es ist wirklich, da hat sich jemand hingesetzt und überlegt, wenn wir jemanden 3 Jahre lang Psychologie beibringen können, was macht am Anfang Sinn, was in der Mitte, was am Ende, was in welcher Reihenfolge. Und das finde ich top. Deswegen alle Leute, die wirklich das wissen wollen, denen empfehle ich es auf jeden Fall. Natürlich auch alle Leute, die dieses Psychologiestudium brauchen, um später einen Beruf machen zu können, wo sie das Studium eben brauchen. Klar, macht es auch. Und ich denke, die zwei Personengruppen, denen empfehle ich es ganz, ganz stark. Leute, die einfach nur mal reinschuppern wollen. Ich glaube, da gibt es genug Bücher und so weiter. Und aber auch Leute, die sich vielleicht noch nicht ganz sicher sind. Wenn ihr vielleicht Respekt vor dem Ganzen habt, aber total Lust drauf, dann würde ich es auch machen. Wenn ihr eher denkt, oh, ich sollte das machen, weil ich habe einen gutes Abi, habe aber gar nicht so viel Lust drauf, dann macht's nicht. Ich glaube, da ist die Lust ganz, ganz entscheidend, auch für die dauerhafte Motivation im Studium. Deswegen guckt euch da selber ein bisschen im Spiegel an, überlegt euch, okay, was sind eigentlich wirklich meine Motive? Und dann glaube ich, wenn ihr mit der richtigen Einstellung das Ganze reingeht, werdet ihr das Ganze einwandfrei schaffen. Das bedeutet abschließend mein Fazit. Ich würde sagen, das Psychologiestudium gefällt mir bisher top. Ich befinde mich jetzt auch schon einen Monat im zweiten Semester. Gefällt mir richtig gut, auch wie die Übergänge sind von Semester zu Semester, wird auch sehr schön angeknüpft. Man wird nicht auf einmal in den ganz neuen Topf geworfen, denkt sich, okay, what the fuck, was ist das? Und deswegen finde ich super. Und ich werde gerne auch nochmal eben auf mein Fernstudium eingehen. Und was ich euch auch anbiete, morgen, Freitag, 14 Uhr, könnt ihr mir auf Instagram folgen, @leo_eckel. Dann machen wir ein Q&A zu meinem Psychologiestudium. Könnt ihr mir alle Fragen stellen, auch gerne zum Fernstudium. Und werde ich auf alle eure Fragen eingehen, wenn wir von 14 bis 15 Uhr darüber quatschen. Lade ich euch gerne dazu ein. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut und dass wir da wirklich auch eure persönlichen Fragen klären können. Wie gesagt, ich empfehle es euch allen. Ich finde es mega cool und ich hoffe, ich konnte euch so eine gute Auskunft geben, damit ihr
eure Entscheidungen für die Zukunft besser treffen könnt. Ich glaube, wir machen euch. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Fuck what y'all say. And bitch, I go hard, fucking off day. One way, so I never go the wrong way.